Ja, Tante Julia. Okay, ich passe das nächste Mal besser auf. Wir sind wirklich hochgeschaukelt, aber ich habe mir auch wirklich nicht wehgetan. Die Landung war nur ein bisschen hart. Okay. Ja, gut. Ich dich auch. Auf Wiedersehen. Baba. So, schnell mein Handy ablegen. So. Hallo, Sheila. Sag mal, wie hast du denn jetzt mit deiner Tante Julia sprechen können? Die ist doch ganz weit weg. Ja, das stimmt. Aber wir können über dieses Gerät hier miteinander telefonieren. Also, ich meine, miteinander sprechen oder auch manchmal miteinander schreiben. Wow, das klingt ja toll. Was ist das? Das da, das ist ein Smartphone. Manche Menschen sagen auch einfach Handy dazu. Was heißt Smartphone denn? Das ist eine ausgezeichnet gute Frage. Es ist Englisch und ich glaube, es heißt so viel wie kluges Telefon. Es klingt wirklich klug, wenn es weiß, wo deine Tante ist und mit ihr sprechen kann. Na, ganz so einfach geht's aber dann doch wieder nicht. Meine Tante hat auch so ein Gerät. Und mit meinem kann ich die Nummer eingeben, die zu ihrem Handy gehört. Und sie kann ich dann so erreichen, weißt du? Wow! Das ist doch gar nicht alles. Ich kann auch Fotos machen, Lieder anhören und Spiele spielen. Was? Das klingt ja großartig. Ist das vielleicht sowas Ähnliches wie ein Laptop? Gut erkannt, das kannst du so sagen. Es hat auch solche Kleinteile verbaut wie bei einem Laptop. Und so gut wie alle anderen Geräte. Und es kann auch wie der Laptop auf das Internet zugreifen. Was? Das da? Das Ding da? Das kann mich angreifen? Nein, keine Sorge. Das meinte ich nicht in echt. Ich zeig dir mal, wie das Teil von innen aussieht. Dann kannst du sehen, dass es keine Arme hat und nicht gefährlich ist, okay? Okay. Smartphones werden auch Handy genannt. Auch das ist Englisch und heißt griffbereit oder handlich. Diese Geräte sind wie kleine Computer mit Zusatzfunktionen. Für diese Funktionen benötigst du ebenso Hardware wie beim Computer, also die Teile, die du sehen und angreifen kannst. Und die schauen wir uns jetzt hier kurz an. Achtung! Nicht jedes Smartphone kann zerlegt und wieder zusammengebaut werden. Dieses aber schon und deswegen kann ich mit euch hineinschauen. Hier sehen wir schon mal den Akku. Der ist sehr wichtig, denn auch dieses Gerät funktioniert mit Strom. Ich teile nun das Gerät in den Teil mit dem Display, also das, was uns alles anzeigt. Und im anderen Teil sind die restlichen Funktionen verbaut. Hier ist das Mikrofon. Es verwandelt die Stimme in ein digitales Signal und eine Antenne im Inneren des Handys versendet deine Stimme, verwandelt in elektromagnetische Wellen, an den nächsten Masten. Und von dort geht er an das angewählte Telefon, zum Beispiel das von Tante Julia. Hier kann ich die Kamera ausbauen. Die meisten Smartphones haben schon zwei Kameras, eine die nach vorne zeigt und eine die zu dir zeigt. Das hier ist die, die nach vorne zeigt. Hier oben kannst du die Kopfhörer anstecken und du hast die Kamera, die zu dir zeigt. Und auch hier sehen wir die Konnektoren, also das, was alles miteinander verbindet. Hier drunter befindet sich die Hauptplatine, das, wo alles zusammenläuft. Und hier siehst du auch die Antenne, die deine Stimme ausschickt in die Welt. So, nun vorsichtig alles wieder zusammenbauen und hoffen, dass mein Telefon noch funktioniert. Vielleicht macht ihr das zu Hause nur mit Hilfe und Erlaubnis einer erwachsenen Person. Siehst du, es kann dich nicht angreifen, sondern es kann Daten aus dem Internet holen und ins Internet wieder reinschicken. Schon wieder dieses Internet. Das scheint sehr, sehr viel zu können, aber auch ein bisschen gefährlich zu sein. Ja, da hast du recht. Aber nur, wenn wir nicht gut aufpassen.
Aber solange wir wissen, was wir so machen und immer gut aufpassen, auf welchen Seiten wir unterwegs sind, dann kann uns mit dem Internet nichts passieren. Soll ich dir das gleich nochmal erklären oder möchtest du lieber was anderes machen? Vielleicht machen wir lieber eine Pause mit dem Erklären und spielen lieber ein bisschen mit dem Ball. Weil das mit dem Schaukeln, das glaube ich, müssen wir noch üben. Oh ja, das machen wir. Komm zu mir. Oh. Hui. Hui, oh nein. Macht ja nichts. Den finden wir auf unserer nächsten Entdeckungsreise. Juhu, ab geht's. Das war ein Handpuppentheater vom Wiener Bildungsserver. Nur für die Kinder. Nur für die Kinder.